Hallo und herzlich willkommen zu Spiel mit Bart. Wollte ich gerade sagen, weil ich neben dir sitze und hier stand da gerade SMB-Teaser, dachte ich direkt, Spiel mit Bart. Aber Michael, es ist gut, dass ich das getriggert habe, geistig, ne? Es ist, ja, es ist aber auch mal wieder, wie immer bei Jan Tenner, früh morgens bei der Aufnahme und gesendet wird es dann abends. Man hat aber Spiele mit Bart läuft direkt vorher. Echt, dann passt das perfekt. Ja. Wahnsinn. Das ist doch traumhaft, da kann man auch drauf hinweisen nachher und hat alles richtig gemacht. Wir sind nämlich bei JT. Und nicht bei SMP. Sagst du, nennst du ihn JT? Ja. Wirklich? Seid ihr da so auf? Ich habe gerade gedacht, dass es eigentlich relativ in cooler macht, als J er eigentlich the T ist. To the A to the N ja. to the R. Und das ist auch so ein bisschen das Stichwort vielleicht, bevor wir haben ja gar nicht so viel Zeit, ne? Wie immer, weil die Folge dauert und wir haben stimmt, aber trotzdem. Wir haben ein wunderbares Care-Paket bekommen von einem treuen Zuschauer und großen Fan, von René. Ja, René Oswald. Darf man den Nachnamen sagen? Jetzt ist zu spät. Jetzt ist zu spät. Ich lese mal vor, ja. What? Da steht so da. Sind das etwa die 5 ersten Jan-Tenner-Folgen in der Erstauflage mit dem ursprünglichen Titel Jan-Tenner, der Superheld und den ursprünglichen Covern? Nee, holy nee. Shit, das sind sie! Holy shit! Geschichtsbücher müssen noch geschrieben. Es ist auch in einem anderen Font geschrieben und also es ist schon wirklich auch größer. Ich lese das schon so vor, wie es gedacht ist. Ich habe meinem Nachbarn letztens bei der Entrümpelung seines Dachbodens geholfen und dort wurden einige Schätze zutage gefördert, die ich gerade noch vor der Entsorgung retten konnte. Unter anderem auch diese Kassetten. Jetzt interessiert mich automatisch, welche anderen Sachen noch? Ich finde das, warum bin ich nie dabei? So Dachbodenentrümpelung. Ja. Ach, alles in Müll und du denkst plötzlich mit diesen Blitzaugen abschnochen, mit Geld geben, wenig bieten, viel bieten, überführt werden als billig Einkäufer, teuer Verkäufer, oh Gott, wobei, ich finde abschnorren ist ein sehr schönes Wort. Sagt genau aus, worum es geht. Wobei es ist, ich glaube, ich würde das nicht machen. Du hast ab und zu mal die Gelegenheit, solche Schätze wie das hier zu finden. Aber in den meisten Fällen denke ich daran, das sind dann die bei Kabel 1 auf diesen Trödelmarkt-Shows dann landen und dann sagen, schaffe meine Sammlung für den UI und da habe ich so viel 1.000 Euro ausgegeben. Dann sage ich, ja, es ist jetzt 2 Mark wert. Ja, tut mir leid. Ich krieg den gerne in Plastik. Ja, sie haben Euro ausgegeben, es ist Mark wert. Aber hey, ich kannte das nicht. Ja. Ich dachte, das wäre ja was Selbstgemachtes, wo ich die gesehen habe. Und die waren mir nicht bewusst, dass genau. es sowas vorgeht. Das Besondere sind nämlich eben, die Erstauflagen hießen nicht nur ein bisschen anders, die Antenne der Superheld, sondern optisch, visuell, vom Art Direction geben sie tatsächlich so eine völlig andere Vorstellung von dem, was die Antenne vielleicht hätte sein sollen im Geiste des einen oder anderen Beteiligten. Ja. Und wir haben auch Vergleichsbilder. Vielleicht können wir das müssen wir uns wirklich unbedingt mal angucken. Da sehen wir, jetzt achtet wirklich einfach mal, also ich möchte gleich mal 2 Sachen sagen. Zum einen, die Antenne trägt nichts drunter. Ja. Zum zweiten, er hat wirklich wie, also ich finde wirklich, ich habe gerade gestern, habe ich auch schon Colin eben erzählt, ich habe gerade gestern so eine Zusammenfassung von Perry Rhodan gelesen. Und der ist auf diesen Acryl-Covern, diese gesprayten Cover, sieht der auch so komplett überproportioniert aus. Und auch immer diese engen Klamotten, was soll das denn? Ich finde auch sehr gut. Ich muss doch nicht wissen, ob er welcher Religion er angehört. Naja, also ich finde es am besten beim neuen Design, beim aktuellen hat er ja auf dem Revers sozusagen seine Initialen, da hat er eine geile Gürtelschnalle, Einfach mal JT. JT, ich sag's ja. JT! Ja, ja, ich finde aber besser, wie er so ein Fist, so eine Kette, mit der einfach Leute das JT vorne auf den Kopf pressen kann. Also ich finde das neue Logo finde ich wesentlich besser. Das ist auch sehr ikonisch. Also das ist ganz geil gemacht. Aber die Zeichnung an sich, also da wesentlich mehr Aufwand in die alte gegangen. Guck mal, auch die Spinnen, die das Auto noch mal aufnuscheln. Das ist halt geil. Das ist ein Opel. Das siehst du auf den ersten Blick auch. Natürlich ist es ein Opel. Alle ein alter Kadett ist das. Aber ich finde vor allem, also mich erinnert seinen Körperbau so ein bisschen an so eine Fist of the North Star Figur, so diese überproportionierten Atomen. Oder früher wie heißt es nochmal, Fatal Fury Cover. So ein bisschen auf die Mütze, da hast du Terry Bogard vor dir. Das war alles wirklich, da ist ein Hauch von Homoerotik auf jeden Fall. Schau dir das an. Aber das ist aber nicht Laura, sondern Tanja ist es. Und das links? Professor Futura. Das soll Professor Futura sein. Also, oder Einstein. Eins von beiden. Ein mega Makeover. Nee, sieht aus wie Einstein, aber es soll Professor Futura sein, weil 2 Sterne würde nie so nah an der Antenne sein. Ja. Wenn ich jetzt an diese Folgen zurückdenke und mir diese Figuren da vorstelle, anstatt hier irgendwie unseren schlecht gesichtsmodellierten Mini-Roboter Jan, den wir kennen. Ja, vor allem der Nebel auch, das ist links eher, sieht aus wie tödlicher Disco-Nebel. Und nur, nur Einstein hat keinen Bock drauf, aber Jan Tennis prepared to dance. Ja, aber jetzt da hätte ich Tanja nicht mehr weggeschickt. Also, nee, die ist hot, die ist wirklich noch hotter, finde ich, als das darf man schon mal machen, das Bitchen dann. Aber, haben wir noch mehr? Wir haben noch mehr. Da haben sie relativ, sind sie sich treu geblieben. Ne? Kugelgelenke. Auch so, weil die Giganten sehen relativ, haben so einen ähnlichen Gesichtsausdruck, so ein bisschen tump, aber trotzdem natürlich Raumanzug bewährt.
Ist der Unterschied zwischen Perry Rhodan und Karl May ein wenig, ja? So die rechte Seite, das könnten auch hier die Apachen sein. Ja. Ja. Mit einem, wenn du dich mit, der, naja, mit, ich mein, mit sämtlichen Indianerstämmen anlegen möchtest, naja, erzählt, das also könnte ich, auch. Ach, da gibt es so wenige von. Ey, ich meine, wenn die Figur oder die Pose, schaust du ja, wenn die dann ja, komplett okay. ausgetauscht werden. Oh, das ist auch interessant. Das, ne? das ist ja mal wirklich ähnlich. Ja. Nur der Roboter sieht links halt so ein bisschen wie ein Futurama-Roboter aus. Ja, der linke hat was von, wie ist das? Nicht der Tag, an dem die Erde stillstand, sondern Forbidden Planet, glaube ich. Das ist der 50er-Jahre-Film mit Leslie Nielsen. Wo jeder mal das Bild mit dem riesen Mutanten hat. Roby, ich muss gerade an Metropolis denken, irgendwie bei dem Roboter. Stimmt links. Aber auch, ja. Alles so Einflüsse. Und rechts ist eindeutig R2-D2 mit komischen Beinen und Armen. Aber diese JT-Gürtelschnalle. Und der hat immer dieses goldene Emblem umhängen, ne? Ja. Das hat er da auch nicht mehr. Aber jetzt kommt noch, glaube ich, das Beste. Es ist nicht die Silberkugel. Alter, what the fuck is going on? What the fuck is going on? Sogar deine Unterbuchse hat ein JT. Hat er auch, sind die Socken auch gebrandet? Hat er wirklich jedes Körperteil? Also jede, wenn du die Unterhose wegnimmst, da hast du auch ein paar JTs. Hat er reingesäbt. Das ist schon spannend, ne? Man kriegt auch so. Da oben, hier gefällt mir das rechts, das spätere aber besser, muss ich sagen. Also, vor wem verstecken sie sich beim Linken? Also, bei der Folge war es ja, wo sie diese Riesen in der. Nee, die Riesen jetzt waren dieser vorher, verrückte General oder das so. Das war der verrückte General, der aussieht wie ein Holzfäller einfach. Mhm. Aber das stimmt das aber auch. Strange. Das sieht aus wie so, als ob die auf einer irischen entlegenen Insel landen, wo eine Alternativreligion von irgendeinem Amish Gun People. Ja. We don't want strangers here. Sie sind ins Zeitloch gefallen und jetzt im wunderbaren Jahr 1734 vor Christus. Auch interessant. Mit den Dinosauriern. Auch interessant finde ich, obwohl gefährliche Insel, wir haben die Folge ja gehört, obwohl da jetzt, sie sind jetzt nicht die ganze Zeit, glaube ich, oben ohne oder so, aber beide Cover haben sich entschieden, bei gefährliche Insel, da zeigen wir beide in Bikini und kurzen Höschen. Oder vielleicht sogar rechts ganz nackt. Man überlässt es den Gedanken. So, aber auch, schaut euch an, Hauptsache Jan ist nackt. Ja? Auf dem Link auf dem Originalcover, da verdeckt er wenigstens noch ein bisschen was von der, er von der Schande. Er sogar noch ein bisschen an, die Schande. Von Laura. Und mein Gott, Gregor. Was? Wir sehen den unspannendsten. Sind wir bei Carrie oder was? Schmutzkissen. So hat man das ausgedrückt damals in den 70ern. Geh in deine Kammer beten, ja. Aber sag mal ganz kurz, eine Frage, das ist doch noch Tanja. Das ist noch Tanja. Ist Laura. So, die hat auch den Badekappe. Ist in der Folge 5 schon Laura? Ja klar, die Badekappe würde jetzt mir auch mich vermuten lassen, das muss ja Laura sein. Aber ich kann mich gar nicht erinnern, weil also das Mädel links sieht doch eher nach Tanja aus. Oder? Wir müssen mal vergleichen, ob die jetzt hier ausschaut wie auf dem Cover der 2. Ne? Weil da ist ja auch schon mal Tanja drauf. Mit Einstein, du meinst die, das Einstein-Cover. Genau. Nee, ja, das ist eine andere. Aber Tanja aber auch hat dieses, Jan sieht anders aus. Obwohl, ja, es ist ja, aber rote Haare, blonde Haare, süßes Anime-Manga-Gesicht und das andere ist eher was westlich-europäisches, würde ich sagen. Also die gefällt mir besser auf jeden Fall als die Badenixe. Ja. Finde ich auch. Auf jeden Fall super. Und was ich übrigens spannend finde, kam ich eben drauf, dass die Titel beibehalten haben. Ihr kennt ja diese Europa-Grusel-Hörspiele, die es mal gab. Die gab es irgendwie auch ich sag jetzt mal einfach Anfang der 80er. Und die hatten so ganz reißerische Namen. Das hieß dann irgendwie Die Nacht der Todesratte und dem Monster auf der blutigen Spur. Und dann gab es Anfang der 90er... Das Monster auf der blutigen Spur der Todesratte. Ja. Genau, die hießen dann alle so, oh Gott, ganz extrem. Ne? Und dann haben die irgendwann mal neu aufgelegt, 5 Jahre später, mit neuen Covers. Und haben dann wahrscheinlich gesagt, wir müssen das jetzt ein bisschen Artifati machen. Und dann wurde aus dem Monster auf der blutigen Spur noch die Spur, die Mumie, die Ratte. Die haben das so richtig eingekürzt, dass es so understatement-mäßig kam. Ja. Und als ich dann die alten Folgen entdeckt hatte, dachte ich, boah, ich fand die irgendwie geiler. Weil dem Monster auf der blutigen Spur, blutig, das sind Reizworte, die einen als Kind halt ansprechen und nicht einfach nur die Spur. Die Spur will ich nicht haben. Das fand ich, das haben sie hier nicht gemacht. Das also als kleine Randanekdote. Für das erwachsene, sophisticated Publikum von Hörspielen, also die ab 11-Jährigen wollen. die mit der Pfeife ihre Hörspiele machen. Die Steinzeitseuche, also wir hatten ja schon öfters mal mit Steinzeit zu tun. Schon öfters mal mit Seuchen. Aber endlich, like Gum and Nuts, finally together. Ja? Endlich kommt beides zusammen und wahrscheinlich wieder in Westland und... vielleicht kurz noch ein paar Tipps von euch. Welche Plot-Devices wird es geben? Was wird sich überhaupt irgendwas bewegen? Also wird ich sag, Zweistein ist wieder da. Ja, es wird wieder Hand. Aber wie hat er die Seuche hervorgerufen? Er hat die Erde in eine andere Zeit-Epoche teleportiert. Hatten wir aber schon. Nein. Er hat... die Folge fängt an mit einem Zoobesuch, weil General Vorwärts hat durch ein Projekt irgendwie ein Zoo aufmachen lassen, wo dann seltene Tiere bei sind. Und auf einmal sehen Sie, Jan, da drüben, der Sperber, auf einmal ein Velociraptor.
Ja, ja, stimmt. Ja? Die Affen sind alle plötzlich so. Die Affen sind auf einmal riesig. Und Professor Futura hat aber auch sein Metallserum dabei. Dann wird es wieder so Szenen geben, wo er: Ha, beiß mich doch, du Raptor! Das Metallserum werden wir sehen. Ja, das glaube ich auch. Das ist so halte ich auch für sinnvoll. Ja, ich glaube auch. Also leider, ich bin mit extrem schlechter Erwartung an diese Folge. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, Folgen, in denen Dinosaurier, Urzeit, Echsen und irgendwelche die üblichen Schrei-Samples wieder eingefahren werden. Für mich ist das ausgelutscht. Das war eine andere Zeit, genau. Ah, er packt mich an! Ja, Moment! Das wird ihm eine Lehre sein. Also es wird darauf hinaus, wir wissen es. Genau das wird passieren. Ich hoffe, vielleicht wird diesmal es dazu kommen, dass Jan auf einem Dinosaurier reitet. Und oh, da war ich auch noch drauf. Wieder dabei. Das fände ich wieder cool, aber wir wissen ja, coole Sachen passieren bei Jantella nicht. Am Ende stürzt. Nur bei den Kreationisten, da passieren die coolen Sachen. Ja, das stimmt. Wo Leute auf Dinosauriern reiten. Darwin hatte recht. Er hat es ja gemacht. Er ist ja auf einem Dinosaurier geritten, das dürfen wir nicht vergessen. Ich habe die Bilder auch gesehen. Ich habe die Bilder auch gesehen. Die zeitgenössischen. Also lassen wir uns überraschen. Im Moment sieht es eher ein bisschen weicheimäßig aus, wie die sich da wegducken. Aber mal gucken, Jantella hat sicher noch was in der Hinterhand. Er bereitet sich auch gerade schon für den finalen Karateschlag gegen den Kehlkopf des urzeitlichen Tieres. Ich gebe noch einen Tipp ab. Ich sage, diese Viecher werden exakt die gleichen Laute von sich geben wie im Planet der Tausend Wunder, als sie die Treppe hochgehen und diese Flugvögel im Hintergrund die ganze. Ich kann es jetzt nicht richtig nachmachen. Ich habe die gar nicht mehr im Ohr, aber das könnte stimmen. Ich tippe darauf, dass auch dieser Peitschenhieb, den die Pflanzen und tausend andere Viecher, der war nämlich auch schon mal beim Thema Steinzeit, war der plötzlich auch dabei. Ja. Scheinbar ist das, der ist im falschen Ordner gelandet, der Sound. Ja. Okay. Wir hören mal rein, ich bin sehr gespannt. Es geht los mit, wie heißt die Folge? Die Steinzeitseuche. Bitteschön. Ach so, ich muss ja drücken. Ja. Tut mir leid. Das ist die beschissenste Casio-Snare übrigens, ne? Die man überhaupt noch einsetzen kann, wenn sie kann. Setting 1 im Keyboard. Ja. Da war Trio schon weiter. Jetzt ja ein guter Bassloff. Das aufregende Abenteuer mit der dämonischen Saitania auf dem Planet der Puppen ist überstanden. Ach, gut. Gut, Jan Teller und seine Freunde hoffen auf ruhige Wochen. Sie wollen das Erlebte analysieren und Vorsichtsmaßnahmen gegen weitere Übergriffe außerirdischer. Die hoffen nur erst auf Wochen, ja? Nicht. Als Jan Teller Laura zu einem Mondscheinpicknick ins Rockytal einlädt, erleben beide eine klare Nacht und nichts scheint den Frieden zu stören. Doch dann geschehen plötzlich Dinge, die den Anfang einer neuen Schrecken. Ja, der Sprecher hat Schnupfen, ne? Der näselt so ein bisschen, ja. Okay. Ich würde sagen, der hat Schnupfen. Der ist nur sauer, dass er beim Mondscheinpicknick nicht dabei ist. Muss man das eigentlich wirklich wissen, dass sie ein Picknick hatten und eine schöne Nacht hatten? Also jetzt mal wirklich, ist nicht so relevant, sie haben wahrscheinlich jede Nacht eine schöne Nacht. Es klingt für mich eher, sie haben die schöne Nacht vor sich, weil sie ein paar ruhige Wochen erwarten und leider Dinosaurus Interruptus. Ja, es kommt irgendwann. Dinosaurus Interruptus, der schlimmste aller Saurier. Ich hab ein spezielles Serum, Laura, es kommt in blauen viereckigen Pillen. Achtung, Gregor! Katastrophe bedeuten. Es droht die Steinzeitseuche. Nun, Laura, habe ich dir zu viel versprochen? Ein Picknick im Mondschein, du und ich ganz allein im stillen Rockytal. Um uns herum die friedliche Natur und... Mein lieber Jan, ich habe deine Einladung zu diesem Picknick nur angenommen, weil ich nach den Aufregungen der letzten Zeit mal ausspannen wollte. Vergiss das bitte nicht. Was denkst du denn von mir? Das sage ich lieber nicht. Du tust mir Unrecht. Aber welcher Mann wäre nicht glücklich, eine Nacht wie diese mit dem hübschesten Mädchen Westlands verbringen zu können? Oh Jan, spar dir dein Süßholzgras lieber für Saitania auf. Diese Puppenhexe wird dir begeistert zuhören. Gott bewahre, um nichts in der Welt möchte ich ihr wieder begegnen. Na. Aber du bist ja immer noch eifersüchtig. Unsinn, ich... Was war das? Irgendein Tier im Unterholz. Diese Lichter sind schließlich mitten im Wald. Vielleicht ein Reh oder... Ein Reh? Jan, das klingt wie das Fauchen einer großen Raubkatze. Ob es vielleicht ein Puma ist? Laura, zeig dir mal einen Puma. Puma hat man in dieser Gegend vor mehr als 10 Jahren erlebt. So, und was ist das da zwischen den Bäumen? Die beiden funkelnden Lichter? Verdammt, du hast recht. Das sind Raubtieraugen. Laura, steh vorsichtig auf und stell dich hinter mich. Das Tier kommt näher. Warte, hier liegt ein starker Ast. Wenn der Bursche uns angreifen will, werde ich ihn damit in die Flucht schlagen. Nimm ihn in die Hand. Dieses unheimliche
fürchterliche Geheul. Das klingt wie ein Wolf. Bleib dicht hinter mir. Der Bursche. Wir gehen ganz langsam zu unserem Jeep zurück. Komm. Vorsichtig. Ja, das Tier springt aus dem Dickicht. Es greift uns an. Lauf zum Jeep, Laura, und starte ihn. Der Zündschlüssel steckt. Ich halte das Biest auf. Das Tier ist viel größer als du, Jan. Es sieht aus wie ein riesiger Tiger, wie ein Säbelzahntiger. Mach mal einen Unsinn, Laura. Hau ab, du Biest. Das ist keine Tiger. Willst du wohl? Pass auf, Jan. Da ist noch so eine riesige Bestie hinter dir. Wende die Scheinwerfer auf. Vielleicht verscheucht sie das. Sie ziehen sich zurück. Irgendwas hat sie erschreckt. Komm schnell, Jan. Weg von hier. Fahr los. Das ist ja ein Albtraum. Sieh nur, aus dem Wald kommen noch mehr Bestien. Das sind Wölfe. Die Tiger stürzen sich auf sie. Sie kämpfen miteinander. So hatte ich mir das Picknick nicht vorgestellt, Jan. Ein Glück, die Biester sind so miteinander beschäftigt, dass sie sich nicht mehr um uns kümmern. Hey, pass auf den Weg auf. Mein Gott, ich bin so aufgeregt. Wohin fahren wir, wenn wir aus dem Wald heraus sind? Zu Professor Futura. Was wir eben gesehen haben, ist nicht normal. Wir sollten unbedingt auch General Forbit verständigen. Glück gehabt. Hui. In halsbrecherischer Fahrt steuert Laura den Jeep durch das wilde Rockytal nach Greville zurück. Etwa zur gleichen Zeit werden zwei Jungen, die im Wald des Rockytals zelten, Jim und durch Bob? Seltsame Geräusche wach. Tom, hörst du das? Tom. Natürlich, Mark. Tom und Mark. Auch wenn er so tut, als würde er schlafen. Hör doch mit dem blöden Soldatengetue auf. Nur weil du ein Onkel hast, der General ist. Oh. Bist du neidisch, was? Tom Forbit. Oder Mark Forbit. Gib's doch zu. Außerdem ist mein Onkel nicht nur der beste General, den es gibt. Er ist doch ein berühmter Weltraumheld. Ich weiß. Ja, deshalb bist du aus dem Internat ausgerissen, in das sich deine Eltern gesteckt haben. Oh nein. Weil du ja deinen tollen Onkel besuchen willst. Jawohl. Und zwar in seinem Hauptquartier. Moment mal. Da tun sich Abgründe auf, ey. Es ist aber auch echt lieb. Das haben sie gut geschrieben. Ja, sehr gut. Das haben sie sehr gut. In 20 ich weiß jetzt Sekunden genau, weißt du alles. Ich weiß genau, was sie machen wollen. Ja. Ohne so. Ich fühle mich, als wäre ich in ihren Köpfen. Ja, absolut. Fantastisch. Mark und Tom, und das ist einfach schön. So, Dialoge so schreiben, dass man überhaupt nichts mehr. So, aber der eine ist der Neffe von General Forbit und will ihn jetzt besuchen, ist ausgebüxt. Warum ist der andere jetzt mit dabei? Hat er ihn dann. Angeben. Lauf doch mit von zu Hause weg. Der Stolz verheilt ja sonst. Aus dem Internat. Vielleicht kennen sie sich aus dem Internat. Ja, also ja, genau. Er braucht ja jemanden, so ein bisschen, genau, der ihn bewundert für Forbit. Ja, und er braucht einen, auf den er die Schuld abwälzen kann. Ja, das kommt noch. Ja, das, aber ich nehme an, dass der andere nur dazu da ist, der ist das Dredge Shirt im Jan-Tenno-Universum. Der wird gleich verwundet oder betäubt oder wird eingefroren oder vom Dinosaurier verschleppt. Der stirbt nicht, aber der wird eine schlimme Zeit haben. Ja. Er wird zumindest oder so, dass er zwar nichts machen kann, aber noch reden kann, damit er nicht nur Selbstgespräche führt, der eine. Na? Du und brauchst Forbit ja damit entgegenhalten. Forbit kommt jetzt natürlich in eine moralische Zwickmühle. Ja. Weil wird er auf sein Eigenfleisch und Blut ballern, wenn es hart auf hart ja kommt? Holt er die Waffe ja oder sagt er, Mark, wie soll ich das deiner Mutter erklären? Ist egal. Das ist wichtig. Der schreibt jetzt schon den Kondolenzbrief an die. Einfach schon mal vorsorglich. Der hat immer den Plan B schon mal in der Tasche. Es tut mir leid, meine liebe Schwester, aber dein Sohn, wie heißt du nochmal? Mark. Oder Schrägstrich Tom. Schrägstrich Tom. Mark. Du treffen das bitte ankreuzen. Ja, okay. Schön. Gucken wir mal, ne? Mann, wird der überrascht sein. Und pst, irgendetwas kratzt draußen in unserem Zelt. Hört sich unheimlich an, was? Dann mach dir nicht gleich in die Hosen, Mark. Ein Soldat fürchtet sich nicht. Gib mir mal die Taschenlampe, ich seh nach. Und wenn es ein wildes Tier ist, Tom, sei nicht leichtsinnig. Angsthase, du kannst hier am Zelt bleiben. Im Zelt sind wir sicher. Ja. Dünne Schicht Zellophan wird uns retten. Bleib doch hier. Ich will wissen, was das war. Bin gleich zurück. Oh. Was ist, Tom? Warte, ich komme. Langsam. Vorsichtig, Mark. Da sitzt was auf dem Zelt. Das sind sie. Es hat sich im Zeltstoff festgekrallt. Aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Ein Tier, aber was für eins? Wackel doch nicht so mit der Lampe. Oh Mann. Eine Fledermaus, Tom. Aber so groß wie ein Adler. Wie sie uns anschaut. Sieht verdammt gefährlich aus, Tom. Das ist keine Fledermaus. Das ist was. Irgendwas zwischen einem großen Vogel und einem
Komm zurück, Tom. Du das ist Batman. Dich. Mein Gott, was für eine Spannweite. Jetzt weiß ich es, Mark. Das ist ein Flugsaurier. Ach, du spinnst. Die gibt's doch nicht mehr. Die haben vor zigtausend Jahren auf der Erde gelebt. Die Vögel sollen sich als Flugsaurier entwickelt haben. Wenn das da ein Urvogel ist, wo kommt der dann her, Tom? Wenn die schon längst ausgestorben sind. Frag mich das ein andermal, Mark. Achtung, das Monster wird angreifen. Das wäre eine schöne Unterhaltung, die führen. Ich bin mir nicht sicher. Ja. Das Biest zerfetzt das Zelt innerhalb von Sekunden. Sieh dir doch die Krallen an. Wir können nur kämpfen. Such dir schnell einen Stein, Mark. Das ist aber der Vorbildgeist, der überlebt. Ja, ja. Ne? Pass auf, das ist gut. Das Tier eine Laserkanone. Ja. Ich kann nicht. Aber das ist schon, also, das ist schnell eskaliert, oder? Ja. Jetzt? Ah, da ist ein Vogel, das ist aber interessant. Ah, wir müssen mit ihm kämpfen, uns bleibt keine Wahl. Alternativlos. Aber ich muss sagen, ich bin relativ. Wahrscheinlich haben die eine Budgeterhöhung bekommen. Die haben nämlich ein paar neue Sounds auch drin. Auch vorhin schon. Also ich fand dieses Bild von den Tigern, die gegen die Wölfe kämpfen, das war akustisch relativ gut umgesetzt für Jan-Tenner-Verhältnisse. Also das war. Von mit der Stillen Montag, da kam so vieles zusammen, als ob die mehrere Audiospuren hatten mit neuen Samples, die so. Oder die waren kurz in der LAN-Party und haben sich ein paar Ordner gesaugt aus dem Netzwerk. Die haben herausgefunden, dass man die Soundeffekt-Kassette auch umdrehen kann. Da ist noch mehr auf der Seite. Zwei. Leute! Da ist noch so ein Prickeln von Mondstaub drauf, die Autobahn. Weil sie haben sich das Beste bis zum Schluss aufgehoben. Mein Lieblingssatz war, was für eine Spannweite. Ja, Kinder reden nie. Kein Mensch sagt Spannweite. Kein Kind. Sie haben so Dinosaurier-Quartett. So meine Spannweite, meine Raptor schlägt die von da im Archäopteryx. Spannweite. Was für eine Spannweite. Na gut. Meine Krallen. Aua, mein Arm. Warte, ich helfe dir. Verletzt. Er ist gefetzt. Bisschen Blätterschraube. Was ist das, Mark? Ich weiß nicht. Mein Schienbein. Onkel Vorwärts. Möchte mal. Nein, nicht dahin. Da. Ach du grüne Leute. Steinzeitmenschen. Das wirklich? Ist doch nicht. Da kommen Steinzeitwilde aus dem Dickicht. Wilde? Sie schwingen Holzkeulen. Tom, Holzkeulen. Das kann doch nicht wahr sein. Oder sind wir um 100.000 Jahre in die Vergangenheit versetzt worden? Quatsch nicht, komm. Jetzt hilft nur noch Flucht, Mark. Renn so schnell du kannst. Die sind eigentlich alle gleich aggressiv, die Steinzeitwilden. Das ist sofort, weil sie es nicht verstehen. Ja, okay. Ja. Handy, was? Internet. Im Wald? Pam. Versuchen, WLAN-Empfang zu kriegen mit den Keulen. Da, deshalb schwingen sie. Lauf, Mark, lauf, Tom. Ah, ich kann nicht. Lauf, also, du. Es scheint aber nicht nur eine klassische Seuche zu sein, sondern wenn jetzt Wilde mit dazukommen, die müssen ja schon Wilde gewesen sein. Es können keine Menschen sein, die jetzt eine Keule erfunden haben oder so. Ja, der Steinzeit ist halt flexibel, ne? Also, zeitlich. Die wurden alle transportiert aus der Steinzeit. Ein Feldzug. Wir können nicht nach links und nicht nach rechts ausweichen. Wir sind verloren. Noch nicht? Guck mal, da. Eine dunkle Stelle. Vielleicht der Eingang zu einer Höhle. Mann, Mark. Zu schmal für die Wilden. Aber wir können uns durchzwängen. Sie haben uns gleich, Tom. Warte, ich bin durch. Komm, schnell. Mir nach. Noch ein Stück weiter. Wo sind wir hier drin? In deiner Mutter. Das war knapp. Aber die Wilden versuchen nachzukommen. Das schaffen sie nicht. Sind die Vögel? Sind die geflogen? Nach uns. Komm tiefer in die Höhle hinein. Hm? Das sind wie so Teilfalte. Wir wissen nicht, dass man quer durch den Spalt fliegen muss. Die Steine erreichen uns nicht mehr. Jetzt sind wir gefangen. Die Wilden lauern draußen und lassen uns nicht mehr heraus. Wie gut, dass du mich dabei hast. Wie? Was? Ein guter Soldat denkt an alles. Hier, mein CB-Funkgerät. Damit erreiche ich jede Station in Greifel. Und dann kriegen wir Hilfe. Der Funkerkollege wird sofort die Armee alarmieren. Dann kommt mein Onkel und räumt mit den Steinzeitungeheuern auf. Faszination CB-Funk. Und bis der mit seinen Soldaten hier sein kann, dein Geunke nicht mehr hören mag. Besser, ich wäre allein aufgerissen und hätte dich mit der Naht gelassen. Hält dich nicht auf. Naja, ist doch wahr. Schließlich wolltest du mitkommen und Abenteuer erleben. Achtung, hier ist Tom Vorbett. QSL-Station Adlermobil. Rufe jeden, der mich hört. Wir sind im Rocky-Tal und werden von Steinzeitmenschen bedroht. Bitte sofort Hilfe schicken. Wir holen die Armee, sofort. Dumme Junge. Was ist das für ein Piepsen, Tom? Oh Mist, die Batterien sind leer. Das ist ja ein Modem. Ein toller Soldat bist du, Tom Forbes. Gratuliere. Hörst du auch, was ich höre? Was hat das zu bedeuten? Das bedeutet, dass die Wilden die Felsen am Höhleneingang abtragen.
Was wird mir lange dauern, bis der 21. Gar nicht lange. Nee. Nur 1000 Jahre. Du merkst doch alles. Aber vielleicht hast du noch einen Trick parat. Meine Mutter hatte recht. Nein, Marc. Ich hätte lieber Jim nehmen sollen statt Marc. Die geben sich gar keine Mühe mehr, gell? Ah, Plot Device 1, die sind plötzlich da. Ja. Ah, wir sind in der Spalte. Ja. CB-Funkgerät. Was war das Station? QLS Adlerhorst? Ja, ja. Oder wie hieß das? Gefangen sind, haben die Antenna und Laura nach rasender Fahrt mit dem Jeep das Institut von Professor Futura erreicht. Im Scheinwerferlicht sehen sie General Forbes Armee-Hubschrauber mit laufenden Rotoren auf dem Vorplatz. Sie kommen kaum dazu, ihr Erlebnis zu berichten, denn der General drängt sie und den Professor eilig in die Maschine und startet. Was er dann erzählt, lässt allen den Atem stocken. Also, um es so kurz wie möglich zu machen, seit gestern Abend haben wir aus einigen Teilen Westlands Meldungen erhalten, die wir zunächst als Hysterie und Hirngespinste abtaten. Menschen wollten plötzlich Steinzeitwilde gesehen haben und... Wilde auch. Habe ich richtig gehört? Steinzeitwilde? Ich mache keinen Witz, Jan. Wie gesagt, wir hielten es für Hirngespinste oder dumme Scherze. Ich hätte es bis vorhin auch für einen dummen Scherz gehalten, wenn mir jemand etwas von riesigen Wölfen und Säbelzahntigern im Rockytal erzählt hätte. Aber diese Ungeheuer waren da. Jan und ich hatten keine Halluzinationen. Laura. Das sagt ja auch niemand, Laura. Aber wir alle glaubten es jedenfalls, als Leute anriefen und behaupteten, Freunde oder Verwandte hätten sich urplötzlich verwandelt. Verwandelt, General? Ja, in Steinzeitwilde. Normale Menschen zurückverwandelt auch in noch. Steinzeitwilde? Ja, Professor. Trinkwasser. Und alle Anrufer fühlten sich bedroht. Diese Verwandelten hätten sich nicht nur geistig, sondern auch äußerlich verändert. Zum Beispiel schwollen ihre Muskeln an, die Haare wucherten am ganzen Körper, ihre Sprache wurde knurrend und unverständlich und... Aufhören, General! War auch ein Pubertät begann. Ja. Und sie wurden 1,20 groß und hatten plötzlich irgendwelche alten Wildlederfetzen an, also ein bisschen bescheuert. Also entweder das Messer wurden zu Holzkeulen. Hex! Entweder ist es Pubertät oder der FC Schalke spielt dieses Wochenende. Ich habe gerade gemerkt übrigens, das dramaturgische Mittel, mit dem alle Geschichten immer vorangetrieben werden, es ist Skepsis. Es ist immer das Mittel der Skepsis, dass sie immer haben alles erlebt, aber irgendwie kommt immer noch ein Neuer rein, der sagt, oh, jetzt haben sie Haare unter den Achseln. Ach das jetzt. Ist doch lächerlich. Das ist das Akte-X-Prinzip eben. Nein, Mulder, Aliens? Ja. In Staffel 4. Fürchterlich. Ja. Also das ist jetzt muss ich natürlich noch mehr drauf achten und wird mich noch mehr stören. Okay. Boah, bin gespannt, ob sie sich entscheiden, den Fall zu lösen. Nicht, Jan. Und was taten Sie, General? Nun, ich schickte einige meiner Männer zu den Anrufern. Meistens waren die Anrufer Farmer oder Farmers Frauen, deren Gehöfte in einem ziemlich unsicheren. Den kann man nicht trauen. Nördlich des Rockytals. Ich so einen Jucken unterm Ort. Schön, dass Sie hier sind. Ich bin mal durchgefahren. Da gibt es 20 Häuser, eine Kirche und 10 Hühnerställe. Ein gottverlassenes Nest. Wir sind auf dem Weg dorthin. Aber hören Sie weiter. Meine Leute fanden dort keine Menschen mehr. Die Farmen waren alle verlassen. Aber überall gab es Spuren von Zerstörung und Tobsucht. Auch im Ort? In Little Creek? Ja, auch im Ort. Niemand weiß, was sich dort ereignet hat, Professor. Wir hielten etwa vor einer Stunde den Anruf eines Einwohners, der durch Schüsse geweckt wurde. Er hatte daraufhin versucht, den Sheriff zu erreichen. Vergeblich. Er berichtete noch von unheimlichen Gestalten, die durch den Ort streifen würden. Mehr konnte der Anrufer nicht sagen, denn... Denn? Ich weiß, es klingt verrückt, aber es ist wahr. Ach. Die Stimme des Mannes veränderte sich, während er sprach. Seine Worte Sie müssen hier... Menschen verwandeln sich plötzlich durch irgendetwas alles klar. zurück. Dummheitsstrahlen. Zurück auf eine frühere Dummheitsstrahlen, ich sag's jetzt. Wo sind die Nasenbrillen? Das könnte die Erklärung dafür sein, dass im Rockytal diese Bestien auftauchten. Wenn es tatsächlich so ist, müssen wir die Ursache finden, die diesen Prozess auslöst. Ihr Hauptquartier, Oberst Pommes. Hier, Forbes. Haben Sie etwas erreicht, Oberst? Unsere Leute durchkämmen das ganze Rockytal, Sir. Es ist unfassbar. Überall stoßen sie auf Steinzeitwilde und Tiere, die es schon lange nicht mehr geben dürfte. Ist das ein allgemeiner Begriff, Steinzeitwilde? Unsere Leute müssen vor ihnen zurückweichen, weil sie ja befohlen haben, nicht zu schießen. Dieser Befehl bleibt auch bestehen. Aber, Oberst... Aber was ist mit, Sie wissen schon. Mit Ihrem Neffen, Tom, Sir? Natürlich. Leider ist voll unangenehm. Ja. Wir suchen weiter.
Der Funkspruch, der von der CB-Station in Grebel aufgefangen wurde, besagte ja nur, dass Tom und ein oder mehrere Begleiter im Rockytal von Ungeheuern bedroht würden. Aber der Standort ging nicht daraus hervor. Und der Spruch endete zu schnell. Vielleicht, weil das Gerät nicht mehr funktionsfähig war. Oder die Batterien. Lassen Sie weiter suchen und halten Sie mich ständig auf dem Laufenden. Ende. Habe ich richtig verstanden, General? Ihr Neffe? Sie haben richtig verstanden, dieser Bengel. Nichts als Ärger macht er. Ist ein Wildfang, ein kleiner Stolz. Sohn meines Bruders, der ihn in ein Internat gesteckt hat, weil er nicht mehr mit ihm fertig wird. Aber sehen Sie, wir sind schon über Little Creek. Wir gehen tiefer. Voll traurig. Die Scheinwerfer zeigen nur leere Straßen und merkwürdig geparkte Autos. So, als hätten ihre Fahrer sie urplötzlich gestoppt und fluchtartig verlassen. Unheimlich. Und da, Jan, streunende Hunde. Nein, es sind wieder Wölfe. Sie jagen in Rudeln durch den Ort. Sie fliehen vor dem Licht. Ich lande den Hubschrauber vor der Kirche, auf dem kleinen Vorplatz. General, sehen Sie? Dort liegt ein Mann am Dorfrand, da an dem Weg, der zum Wald führt. Er scheint bewusstlos. Okay, dann lande ich dort. Dicht bei ihm, auf der Wiese. Muss man ja auch hin drauf. Ja. Damit wir keine quälenden Dialoge einsetzen müssen, um die Distanz dahin zu überbrücken. Ist das jetzt so ein bisschen die Antenna-Variante von so einer Zombie-Plage gerade? Das wäre jetzt geil, das könnte so gut kippen in was richtig. Ja, ey, der Kirche, die verstanden sich in der Kirche. Laura und Professor Futura bleiben besser im Hubschrauber, damit wir notfalls sofort starten können. Wer weiß, was hier alles auf uns lauert. Nein, ich will mir den Mann ansehen, Jan. Laura kann in der Maschine bleiben, das genügt. Aber... Der Professor hat recht, Laura. Achte du auf streunende Tiere. Wenn die Wölfe kommen, versuch sie mit den Scheinwerfern auf Distanz zu halten. Hörst du? Sie müssen ganz in der Nähe sein. Zombies. Der Mann liegt auf dem Bauch. Oh nein, nicht umdrehen. Die Kleider sind zerrissen, ja. So als ob sie geplatzt wären. Es ist eine Uniform. Eine Sheriffsuniform. Seine Hand blutet. Er ist verletzt. Und da sind Blutspuren auf dem Boden. Er scheint sich aus dem Ort hierher geschleppt zu haben. Helfen Sie mir, Jan. Wir drehen ihn vorsichtig auf den Rücken. Achtung, General. Er kommt zu sich. Aber diese Laute. Er ist schwer. Vorsicht. Geschafft. Das ist ja unglaublich. Das ist ein Wilder. Ein Neandertaler. Sehen Sie nur, Professor. Halten Sie ihn fest, General. Ja, ich will von ihm eine Blutprobe haben. Zum Glück ist seine Hand aufgeschürft. Ich sehe Wölfe. Sie schleichen im Schatten der letzten Häuser heran. Festhalten, Jan. Er will sich losreißen. Machen Sie schnell, Professor. Hier haben wir den lebenden Beweis vor uns, General. Es stimmt also. Menschen und Tiere... Ich darf mir die Konsequenzen unserer Land und vielleicht für die ganze Erde gar nicht vorstellen. Hören Sie auf, Vorträge zu halten, Professor. Ja. Es muss dafür eine Ursache geben. Der hört nie auf. Anders gesagt, einen Erreger. Den muss jemand, ich bin wirklich erregt jetzt. Kann auch einer sein, ne? Eine solche Teufelei traue ich nur einem zu. Dem wahnsinnigen Zweistein. Er will noch immer die Weltherrschaft. Skepsis jetzt? Ach, aber von ihm hast du doch lange nicht mehr gehört. Wölfe, lassen Sie sich doch die Scheinwerfer nicht mehr zurückschleppen. Professor, wir können den Wild nicht mehr halten. Rein, Bursche. Wirst du hier? Danke, Jan, danke. Ich habe die Blutprobe. Zurück in die Maschine. Bringen Sie uns schnell zu meinem Institut, General, damit ich es analysieren kann. Trag nicht mal Atemmasken oder sowas? Ja, Jan, aber nö, das ist ein Random-Effekt. Geben Sie mir das auf jeden. Ich fliege dorthin, wo der erste Anruf herkam. Woher kam er, General? Von der Miller Ranch. Liegt nördlich von Little Creek. Little Creek. Und dann nichts wie weg hier. Wie konsequent, die alle keine englischen Namen aussprechen können, ja? Auf einer Grevel. Ding. Und so begab es sich, wie ich die Blutprobe entnahm von dem... Halten Sie die Schnauze, Professor, analysieren Sie! Widerstrebend indiziert Professor Futura Jan und auch Laura, die Tanner begleiten will, das Flugserum. Während die beiden nach Norden fliegen, nimmt der Hubschrauber Kurs auf Grevel. Noch auf dem Flug erreichen Futura und Forbit Funksprüche aus dem Armeehauptquartier, die berichten, dass sich die Katastrophe, die Futura die Steinzeitseuche oder Devolution nennt, über alle Devolution ausgebreitet hat. Oh, nicht schlecht. Immer mehr Menschen und Tiere und nun sogar Pflanzen verwandeln sich in den Stand der Vorzeit zurück.
Inzwischen haben Jan und Laura ihr Ziel erreicht. Da hinten ist die Farm, Laura. Wir können schon tiefer gehen. Endlich geht die Sonne auf. In der Nacht sind alle Dinge doppelt unheimlich. Bist du sicher, dass dies die Miller-Farm ist, Jan? Forbit hat sie uns gut genug beschrieben, Laura. Komm, wir landen hinter dem Schuppen. Die Tür zum Hauptgebäude steht offen. Alles ist ruhig. Zu ruhig, Jan. Unheimlich ruhig. Du hättest ja nicht mitzukommen brauchen. Hast du Angst? Unsinn. Du kannst noch umkehren. Ich denke nicht dran. Aber was wir unterwegs gesehen haben, reicht mir. Überall wilde Tiere und Pflanzen, wie ich sie nur aus Büchern über die Urzeit kenne. Nur die Menschen, wo sind sie? Diese Frage kann ich genauso wenig beantworten wie die, warum wir uns noch nicht verändert haben. Denn eigentlich müssten wir doch auch Steinzeitwilde werden. Hör bloß auf, Jan, ein schrecklicher Gedanke. Wen ist jetzt thematisiert? Ein Schwarm urzeitlicher Vogelwesen greift uns an. Cover, nein. Cover time. Das sind halbe Saurier. Schnell in das Gebäude. Aber ist es nicht dunkel währenddessen? Ich stelle mir das gerade alles im Dunkeln vor. Schau, die Wesen drehen ab. Wir müssen aufpassen, Laura. Überall lauert Gefahr. Hast du etwa Angst? Ach, Quatsch. Die Farm ist verlassen, wie zu erwarten war. Unheimlich, Jan. Hier, das muss das Wohnzimmer der Millers sein. Da das liegt ein Ouija-Brett auf dem Tisch. Ein Ouija-Brett, meinst du? Ein Ouija-Brett? Die Schrift ist undeutlich, ziemlich krakelig. Hier steht, kann mich nicht länger gegen die Verwandlung wehren. Der... Oh, das Resident-Tagebuch. Ja, Resident Evil-Tagebuch. Ja, genau, es ist das Resident Evil-Log. Ja. Ja? Wenn du anfängst, du Wissenschaftler, das Experiment läuft vernünftig, 3 Tage später, es gab einen Unfall, 4 Tage später... Hunger, Punkt, Punkt, Punkt. Ich kann die Geräusche von mehr. Dem an sind so lecker. Schluff, schluff. So ist das ungefähr. Ich liebe es. Ich liebe Logbücher, das ist super. Zu tun. Ich hatte immer das Gefühl, dass er uns nur Unglück bringt. Er und seine Maschinen... Ein Fremder? Im Schuppen? Ich kann mir nicht helfen, aber... Wie blöd die sein müssen. Aus. Sollte er sich ja einquartiert haben, um seine teuflischen Pläne auszuführen? Wie blöd ist das denn? Ich denke, General Forbets Weltraumüberwachung hätte es bestimmt registriert, wenn Zweistein mit einem Raumschiff zur Erde zurückgekehrt wäre. Oh. Zweistein hat uns schon oft genug überrascht, Laura. Komm, wir sehen im Schuppen nach. Vielleicht war es Forbets Neffe. Es zählt vielleicht jede Sekunde. Ich spüre, wie etwas in mir... Was, Jan? Ach, nichts. Komm, schnell. Komm, schnell, Laura. Egal. Ah, ich habe so viel Druck. Wir haben jetzt keine Zeit, darüber zu reden. Die Antenne. Sie groß, der Schuppen. Das sind nur landwirtschaftliche Geräte. Ich kann nichts Ungewöhnliches entdecken. Sieh, hier dieses Stück Boden ist nicht mit Sand und Schmutz bedeckt. Der hält nicht mehr lange aus, der Jan. Ist das Stück, auf dem wir stehen? Ja, stimmt. Achtung, der Boden unter uns senkt sich. Wir fallen auf ihm in die Tiefe. Halt dich an mir fest. Das war gar kein Schuppen. Wir hatten Glück und sind auf Anhieb auf die richtige Spur gestoßen. Das war eine Zentrale. Von der aus er die Geschehnisse auf der Erde lenkt? Das Haus ist der Kopf eines Roboters. Jetzt fahren sie da runter. Denn doch hat er uns über sein Warnsystem bestimmt längst bemerkt. Der Lift steht. Wir sind mindestens 10 Meter tief unter der Erde. Oh, diese unheimliche flackernde Beleuchtung. Hier ist eine Tür. Sie öffnet sich wie von Geisterhand. Ein langer, heller Korridor mit Wänden aus Metall. Und überall verschlossene Türen. Jan, was hast du? Du taumelst. Lass mich los, sag ich. Jan, du veränderst dich. Du bist nicht mehr du selbst. Du sollst nur so viel trinken. Ganz neue Kräfte. Es ist schon wieder gut, Laura. Alles gut. Das muss mich auch erwischt haben, aber noch bin ich bei Verstand. Wenn dies Zweisteins Zentrale ist, müssen wir schnell herausfinden, was er von hier aus steuert und wie, bevor es... wirklich zu spät ist. Über der Tür da rechts blinkt ein Licht. Komm, wir müssen wissen, was sich dahinter verbirgt. Jan, die Tür öffnet sich automatisch, als ob jemand will, dass wir eintreten. Das soll schon zweite Mal. Ich habe das Gefühl nicht los, dass wir beobachtet werden. Ach was. Hm. Träum ich, Laura? Dieser Raum hat hunderte Computergeräusche. Von Kulten. Dieser Bildschirm hier zeigt so etwas wie eine Skizze. Paradroid. Bauplan. Das sieht aus wie die Umrisse eines Insekts. Eines Insekts, das nur aus Mikroelektronik besteht. Ein Roboter, Jan? Laura,
Mir ist Erregung so merkwürdig. Wenn ich anfange zu toben, musst du dich von mir in Sicherheit bringen. Hörst du? Das war ich zu Hause auch. Genau das will ich, Jan. Und genau das will ich. Maßstab angegeben, aber demnach müsste der Insektenroboter höchstens ein Tausendstel Millimeter groß sein. Da kam die Seuche her. Die Tür. Sie hat sich hinter uns geschlossen. Dafür öffnet sich diese da. Ein Mensch. Ja, ein Mensch steht im Eingang. Dieser Teufel. Es ist Zweistein. Oh, natürlich. Sie erkennen mich noch, verehrte Laura. Blöd. Obwohl wir uns eine Zeit lang nicht mehr gesehen haben. Oh. Zeichen mir. Ja, wirklich. Was denn sonst? Ich bin fast gerührt. Allein für dieses Gefühl lohnte es sich, mit meinem Spezialschiff im Schutz eines Unsichtbarkeitsfeldes zur Erde zurückzukehren. Mir wäre es lieber, ich hätte einen ihrer Neandertaler vor mir, Zweistein. Diese Wilden sind doch ihr Werk. Das ist auch Diss-Schule. Klasse 1. Ich habe ein Serum entwickelt, das die natürliche Evolution, also die Entwicklung zu höheren und intelligenteren Lebensformen, innerhalb von Stunden rückgängig macht. Ich kenne es auch, es nennt sich Bier. Inzwischen gibt es in den Städten Westlands schon keine Zivilisation mehr. Sie sind wahnsinnig, Zweistein. Sie wollen die Weltherrschaft. Aber was nutzt ihnen die Herrschaft über Millionen von Steinzeitwilden? Das ist eine gute Frage. Süchtig sie doch sind, Jan. Vielleicht liegt dies an der Wirkung des Serums, das in ihrem Körper ist. Das war keine Antwort. In ihrem natürlich auch. Das war eine sinnvolle Frage, ja, er hat keine befriedigende Antwort geliefert. Ja, diese winzigen Tierchen, die sie dort als Abbildung unendlich vergrößert auf dem Schirm sehen, sind Roboter. Unendlich vergrößert. Roboter. Sie betrachten millionenfach mein Serum. Sie sind alles programmiert, was lebt. Ach, wer hat die denn gebaut? Tiere, Pflanzen. Millionen von denen. Millionen davon. Am schnellsten zurückentwickeln. Das haben wir uns schon gedacht und ich werde jetzt ihre Zentrale zerstören, Zweistein. Und aus ihnen mache ich... Was? Lassen Sie nur, Laura. Ihnen wird es gleich genau so gehen wie ihm. Zurück, Tanner! Gehorchen Sie mir, Ihrem Meister. Ich werde Sie... Ich gehorche. Sehen Sie, liebste Laura, in dem Serum... Ein bisschen wie bei Darth Vader, ja. Die Transformation gerade. Wesen ...ohne Schmerz und ohne, dass Sie es merken, injizieren... ist ein Hypnoseprogramm enthalten. Ein Hypnoseprogramm? Ja, es zwingt die Infizierten dazu, alles zu tun, was ich ihnen befehle. Wie das? Es funktioniert durch akustische Befehle wie bei Ihrem Freund Jan. Okay. Aber auch durch breit gestreute Funksignale, wie ich sie von alles diesem gedacht, Kontrollpult der Teufel, ja. dort in alle Himmelsrichtungen senden kann. Einzige Kontrollpult, was wir haben. Freunde. Marschieren meine Steinzeitarmeen. Aber gegen wen? Und was ist was dann? Diesen Planeten. Sie sind ein Monstrum, Zweistein. Sie sind kein Mensch. Denn so gewissenlos kann kein Mensch sein. So? Was meinen Sie dazu, Jan? Ich gehorche, Meister. Sehen Sie, verehrte Laura? Jetzt bringen Sie mir die Peitsche. In spätestens einigen Minuten macht einen Sattel Sie für Jan, wo dann auf dem Reit ist. Freund ganz einer Meinung sein. Auch wenn ihm eine Armee gehorcht von Steinzeitsoldaten, was danach, ja? Was danach? Was danach? Ja, Seite 2. Wir haben bisher nicht wirklich viel erfahren. Nee. Auch, aber wahrscheinlich wird es einfach irgendwann mit Jan Tenner, wird mit Laura reden und dann Jan! Du steckst da drin und Jan, ich bin wieder gut. Pam! Und Pult kaputt. Ja, die Steuersignale. Er pult die dann um. Also Jan, die Erklärung ist ja schon da. Ich kann mir vorstellen, also eventuell nicht, dass. Also Jan wird auf jeden Fall das Pult kaputt machen. Ja, ja, daran wird es liegen. Ich hätte nicht gedacht, dass ein muskulöser Steinzeitmensch hier mein einziges Pult kaputt machen kann. Wer hätte das gedacht? Das wird die Auflösung. Aber vielleicht, ich glaube, der Junge wird dann nochmal reinspielen in die Lösung oder so. Ne? Ich hätte aber auch nicht gedacht, ehrlich gesagt, dass. Jan nimmt den Jungen und haut mit dem Jungen das Pult kaputt. Ich hätte auch nicht gedacht, dass
dass der böse Zweistein sich ein Fremdenzimmer nimmt, ja, auf der Miller Farm, sich da einquartiert. Er nutzt die Gastfreundschaft aus, die sitzen abends zusammen, essen Kuchen, ja, genau. Frühstück und das Ganze. Nur damit er da unterirdisch die Erklärung. Wenn sie wissen, dass ich gerade millionenfach unendlich vergrößert, wie sie hier sehen. Ja. Diese der Gast, den wir einquartiert haben. Ja, aber stimmt, warum muss er zu vielleicht einfach, weil Zweistein ein Arschloch ist. Ja? Ja. Er müsste es nicht tun, er macht es trotzdem. Er macht es einfach, weil er es kann. Ja. Er ist aber ganz schön runtergekommen. Also wenn ihr euch erinnert, früher hat er diese großen... Ja, Basen großen, oder sowas. Ja, irgendwelche Basen gehabt, seine Raumschiffe. Jetzt ist er in der Scheune, im Keller quasi. Also er hat sein Kellerlabor in der Scheune. Das klingt wie so ein 16-Jähriger. Das klingt schon sehr bizarr. Vielleicht erfahren wir, dass es eigentlich Zweistein Miller ist und er sozusagen der Sohnemann, der nach gescheiterter Karriere wieder mit 40 im Keller der Eltern... Das ist ja geil, ja. Das ist so ein Inzestbruder so ungefähr, ne? Von Vater Miller. Und ja, zur Schande der Familie wurde der eingesperrt. Der hat er jahrelang gebaut an dem... Dein Bruder Zweistein Miller. Lass uns mal darüber reden. Ich bin sehr gespannt, was die zweite Seite auf genau, jeden Fall. Wir sind wirklich sehr gespannt. Nach der Werbung. Machen wir weiter. Ach ja, stimmt, Entschuldigung, mein Fehler. Wir haben ja Werbung, genau. Hat er schon gesagt, was er sagt. Ja.